So, das ist jetzt mein Zimmer. Und das ist der Robin. Und der hat ein Problem mit seiner Perücke. Ich glaube, die ist etwas zu groß geworden. Die muss jetzt nochmal, glaube ich, neu geschnitten werden. Oh. Ich habe hier Wald geschnitten. Ungefähr 8 Stunden habe ich gebraucht. Wir waren auf Koppel. Wir haben so Schaumstoffmatten genommen und die zerschnippelt. Ja, aber jetzt sieht es aus, als hätte ich es ein bisschen sehr groß gemacht, da ich im Wald keinen Spiegel hatte. Aber von hier sieht es total normal wieder aus durch die Kamera. Findest du? Dreh mal das Display. Was ist denn bei dir bitte normal? Alter, ich habe einen übelsten Afro. Okay, ja, der Dreh muss wahrscheinlich um eine Woche verschoben werden. Na Moment, ich zeig mal bitte, wie das Original aussehen muss. Weil der werte Herr Kameramann nicht mal die Schule schwänzen will. Tut mir leid. So soll's aussehen und so sieht's aus. Ja, und dann hier nochmal, um es zu Protokoll zu geben, Schweißbänder aus der alten Socke geschnitten, ja? Also wir sind hier wirklich die Oberrands-Production. Es wird hier kein Cent ausgegeben, ne? Na klar. So. Oh, was ist das? Eine Packung Taschentücher. Na dann kann Robbe nicht weit sein. Da schneidet er gerade die Perücke zu Dragon Ball. Sieht nicht gut aus. Mal sehen, ob er mit uns redet. Sie ist viel zu groß, Mann. Aber das habe ich ja eben schon erklärt. Vielleicht kommt das Video, wo du eben sagst, erst nach diesem Clip. Nein, das kommt es nicht, denn ich schneide das und ich habe die Macht. Hier, fernab der Zivilisation, saß ich hier 3 Tage. Ich habe bestimmt 10 Stunden an diesem Ding rumgeschnitten. Den Verschleiß sieht man hier. Und es Im Video ist mein Schuh zu sehen. Viel zu groß. Es ist zu groß. Komm, wein mal wie die ganzen YouTuber, die lustig sein wollen. Nein, Mann. Nee, pass auf, wir machen jetzt den Clip. Yes. Hey Robin, deine Perücke ist viel zu groß. Okay, das ist jetzt gutes YouTube. Nimmt sich eigentlich nichts, wa? Ist eigentlich zufriedenstellend. Man könnte es natürlich auch angurgeln. Aber ist wahrscheinlich zu aufwendig. Riecht vor allem echt wie verbrannt. Echt? Wahrscheinlich, weil es Waldorfspray ist. Wir haben das nämlich in einem Waldorfladen gekauft, im Eckquadrat oder so. Bleibst du jetzt kurz hier? Ich müsste aber auf jeden Fall auch mal kacken. Okay, ich kann so lange ein lustiges Video machen. Au! Au! Scheiße! Au! Du erwartest doch nicht ernsthaft von mir, dass ich gute Videos mache alleine. Ich gehe jetzt nach Hause. Wenn ich sage, Robin schneidet, dann schneidet er nicht nur die Videos, sondern er schneidet auch die Perücken zu. Scheiße. Nee, Robin, das ist jetzt mal nicht witzig. Ah, scheiße. Es ist immer noch ein übelster Afro. Aber es ist besser auf jeden Fall. Du musst halt das Klümpchen daraus schneiden. Welches? Das Klümpchen. Das. Sollte es tiefer sein? So. Auch, das ist gut. Aber dann sehe ich erst recht nichts mehr. Ist ja gut, ja. Hast ja 2 Augen. Was ist das? So, ja, das ist extrem eng. Das habe ich gar nicht gedacht. Die könnte dann ein bisschen behindert aussehen. Oh, das ist sehr eng. Ich weiß gar nicht, ob das so... Das... Da hat aber gerade was geknackt. Jetzt links, Kamera weg. Also wenn du was... das kannst du noch auftreten. Sieht das aus mit der Kapuze nicht so cool, oder? Ja, so ein bisschen wie der eine Behinderte im... Wie hieß der von Disney? Quasimodo. Genau, genau, ha, genau. Dann, 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 dann. Tschu. Jetzt gehen wir auf eine Bad Taste Party, würde ich sagen. So geil. Als ich gerade Tschu gesagt habe, habe ich die Kamera angespuckt. Ich bereite es auf ein Video vor. Warum entfusselt nämlich gerade die Mütze, die er drunter ziehen muss? Denn, warum entfusselst du die? Weil ich eine sehr starke Katzenhaarallergie habe. Und diese hier ist von deiner Mutti, die eine Katze hat, die sogar 2 Katzen hat. Und die ist voller Katzenhaar. Jetzt nicht mehr so doll wie vorhin, aber er hat schon richtig gut gefusselt. Also weil er so richtig gut gefusselt hat. Damit ich nicht nachher beim Dreh einen übelsten Herzkasper kriege. Herzkasper. Das ist ja wohl mit Abstand die geilste Perücke, die wir je gemacht haben. Beziehungsweise das geilste Kostüm. Auf jeden Fall. Vegeta! Vegeta! It's over 9000! Knurre. Es kann echt sein, dass ich Jahre verliere, wenn ich schreie. Aber ich weiß mal. Ich finde, hier unten fehlt was. Das hört sehr abrupt auf. Aber sonst
Das ist immer noch groß, du. Egal. Zeit, dass wir hier was stoppen.